MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh, wow, Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, ha? Ja, aber auch verständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Ruf mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. Was geht ab, Freunde und Supporter? Und ich bin für euch da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Spider-Man. Nice, nice, nice. Geiler Scheiß. Freunde, auf jeden Fall sehr cool, dass ihr wieder am Start seid. Vielen, vielen Dank auch an die Leute da draußen, die die letzten Videos bewertet haben, unterstützt haben, kommentiert haben, geteilt haben, Freunden erzählt haben, den Eltern, den Omis und Muddis und hast nicht gesehen. Mega geil. Und ja, Freunde, wir müssen jetzt mal gucken. Ich will diesen Skin haben, beziehungsweise diesen Anzug. Und deswegen gehen wir jetzt hier hin. Müssen 5 Gegner mit Stolpermin. Kriegen wir hin. 5 Angriffe aus der Luft. Aus der Luft. 5 Angriffe aus der Luft. Luftangriff? Gibt's sowas, was so heißt? Luftschleuder? Luftkombo? Luftwurf? Entflohene Sträflinge eröffnen das Feuer auf gestohlenen Fahrzeugen. Stolpermine. Officer vor Ort, bitte zum Civic Center. Probieren wir es mal. Gute Nacht. Das ist für mein... Juri, ich bin auf ein paar Riker-Sträflinge gestoßen. Sie haben eine Festung gebaut. Besser als die, die ich früher aus Sofakissen gebaut habe. Mich hat ein Streifenwagen angefunkt. Sie wollten einschalten, aber die waren in der Überzahl und wir haben einfach zu wenig Manpower. Dein Glück. Du hast Spider-Man-Power. Nicht schlecht, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, hauen die rein. Oh, leck mich am Arsch. Boah, Junge. Boah, Alter. Alter, Junge. Alter, Junge. Spider-Bot, ich brauch dich. Alles wieder okay. Ich muss vorsichtiger sein. Komm, halt die Schnauze. Er wird müde? Ihr haut über abnormal krass rein mit euren Sniper-Scheiß. Und ich brauch mehr Stolpermin. Ich brauch jetzt nur noch Stolpermin, Freunde. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt verloren gegangen wäre, das wäre ein bisschen scheiße. Alter! Mit einer Packung Müll einfach weggeprügelt. Komm, ich steh auf! Los, steh auf! Oh nein! Och Mann, Alter! Ich bin sogar noch dem einen Schuss ausgewichen und der andere kam direkt danach. Das ist nicht mehr lustig. Nee, da heule ich gleich. Ich könnte heulen. Wollt ihr, dass ich weine? Weil ich mir so unfassbar schlecht vorkomme? Das will doch keiner, oder? Hey, ist da jemand? Spider-Man! Hey, kleiner Penner! Du bist selber ein Penner. Los, steh auf! Ey, die Sniper mache ich jetzt weg. Die Sniper-Piss-Kinder mache ich jetzt weg. Okay. Wo seid ihr? Wo sind die Sniper Boys? Ganz ruhig jetzt. Da muss ich halt mal plötzlich ganz anders vorgehen. Yo, 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 er geht da nicht hoch. Jetzt spaßt der. Yo! Jetzt spaßt der komplett ab, als wenn ich da lang will. Jetzt geh doch mal da hoch! Was ist denn plötzlich los, Alter?
Solche Sachen gehen mir. Oh Junge, da könnte ich ganz schnell immer austicken. Da habe ich das volle Kanne aufregt, sowas. So. Ach, guck mal. Guck dir das an. Das meine ich. Ist ja jetzt nicht so, dass ich das Spiel nicht beherrsche, aber irgendwie, ja. Eskalieren manche Leute. Hallo? Okay. Es ist Spider-Man. Ich will ihn tot sehen. Ach komm, leck mich doch. Du willst mir einen runterholen? Ist ja eklig. Lauf da mal bitte rein. Okay, super. Huh! Ja, was habe ich in der letzten Folge gesagt? Wahrscheinlich nur 5-6 Minuten. Jo, für dich wird es sehr schmerzhaft. Das stimmt allerdings. Nein, alles gut. Lass gut sein. Als einziger nicht in Orange herumzulaufen. Alter Junge, so. Das meine ich. Oh, jo. Spider-Man, die Leute hier sagen, dass die Ausbrecher versuchen, in ihre Häuser einzubrechen. Das habe ich auch gehört. Sie wollen es übernehmen. Wir kriegen sie viel leichter auf der Straße. Ohne Geiseln. Ich arbeite dran. Ich melde mich später. Alter Schwede, wie viel sind das schon wieder an Leuten hier? Sorry, kein Eintritt während der Vorstellung. Die laufen hier einfach fröhlich mit ihren Raketenwerfern vorbei an mir. Spider-Bro, unterstütze mich! Ich liebe Spider-Bro. Spider-Bro ist der allerbeste. Okay, ihr seid wirklich zu spät, Leute. Da wird wohl eine Gebühr wegen Nichterscheins fällig. So sieht's aus, ja? Und du bist der Nächste. Okay. Freunde, es ist unfassbar, was hier abgeht. Junge, was mach ich da, Alter? Street Fighter-Style, Alter. Uppercut-Style von unten nach oben, Junge. So sieht's aus. Okay. Meine Fresse, ja. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Belagerung der Burg Manhattan ist vorüber, my lady. Danke. Ich schicke ein paar Wagen, die bringen die Kerle wieder in den Bau. Und nenn mich bitte nie wieder my lady. Ja, komm. Boah, bin ich gerade angepisst wegen der Scheiße. Alter.
Gut, also Anzüge, let's go, Freunde. Was geht ab? Ghost Spider ist am Start. Puh. So, Fähigkeit ist kanalisiert, instabile Wellen schädlicher ätherischer Energie von irgendwo. Alles klar. Oh mein Gott, Alter. Alter, der sieht so muskulös auch noch darin aus. Sexy Boy, Alter. Der, Alter, das hat sich so gelohnt. Es hat sich gelohnt. Jetzt mal ernsthaft, Freunde, oder? Ich meine, ich bin jetzt gefühlt 20 Folgen vor dem, was ich hochgeladen habe. Also werdet ihr wahrscheinlich erst in 5 Tagen, 6, 7 Tagen mir antworten können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht übertrieben krass aus. Klar würde es jetzt wahrscheinlich gleich nicht so wirklich passen in den Cutscenes, deswegen müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich ihn angezogen lassen soll. Wenn jetzt eine emotionale Cutscene kommen würde, würde jetzt nicht unbedingt passen wahrscheinlich. Aber ist, ja gut, in einem Kostüm siehst du sowieso nicht sein Gesicht. Ja, keine Ahnung. Aber jetzt mal ernsthaft, alter Verwalter. Immer mehr Zuhörer warnen davor, dass die Sable Agents, die uns beschützen sollen, sich immer mehr wie Besatzungstruppen verhalten. Aber hören wir es uns selbst an. Darf ich bitten? Sie lassen mich nicht ins Gebäude. Angeblich eine Quarantäne. Ich so gut, lass mich rein, ich bleib hier auch drin. Da richten ihre Knarren auf mich wie auf den Verbrecher. Wo soll ich denn hin? Lieber Anrufer, das beunruhigt mich zutiefst. Ich werde das weiterleiten, versprochen. Notlagen sind kein Grund, Menschenrechte zu missachten. Auch wenn ihre gewählten Vertreter nicht für sie kämpfen wollen. J. Jonah Jameson ist für sie da. Ich finde den Anzug mega mäßig. Ich finde ihn geil. Mir gefällt er wirklich sehr. Oh. Hier drüben hin. Bis Miles zurückkommt, können wir nur weiter Essen verteilen. Oh, Peter, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, May? Gut. Viel zu tun. Oh, lass mich gehen. Vorsicht. Ich bin okay. Hattest du mir nicht mal gesagt, ich müsse akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin? Du und Ben verwendet meine Worte meisterhaft gegen mich. Mir geht's gut, Peter. Nur ein bisschen müde. Wo ist Miles? Kann er nicht helfen? Oh, er hilft. Er holt gerade Medikamente aus dem Hilfszentrum ab. Es ist erstaunlich, wie viel Antibiotika wir verbrauchen. Okay, du ruhst dich ein bisschen aus. Ich organisiere das Abladen und rufe Miles an. Abgemacht? Okay. Gib mir eine Chance, meinen Parker-Stolz zu heilen. Komm schon, Miles. Geh ran. Ich will mich nicht um dich und May sorgen. Explodierender Bulldozer durch. Ich muss weiter. Fies braucht die Antibiotika. Krass, sein Kopf, als der Große ihn eine verpasst hat. Ich muss ihn ablenken. Hacking-App sollte klappen. Wie ein Käfer. Hey, okay, weiter jetzt. Und das nur wegen einem dummen Witz über den Anzug von dem Typen. Schon echt krass. Der ist echt drauf, Mann. Oh shit, Miles. Da sind Medikamente in diesem Zelt. Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Gut. Der ist wie ein Tier. Keine Antibiotika. Lass uns weiter suchen. Ja, war aber irgendwie klar, oder? Dass das, was wir brauchen, nicht da ist. Hey, wer ist da? Hey, gar keiner. Das muss nicht weitergehen. Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Ich sehe ungern zu, wie Benson dich verwirbelt. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass er zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Tja, klingt
nach großem Drama. Oh, neben mir ist auch einer. Dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Aber hallo, Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Komm schon, suchen wir hier weiter rum. Noch ein Vorratszelt. Daumen drücken. Ein Trauma-Kids. Keine Antibiotika. Wo sind die denn bloß? Achtung, Scharfschütze. Okay. Wir sollten uns lieber nicht bescheißen. Ich hab was gehört. Hey. Wow, bisher läuft's erstaunlich gut. Ich bin selber erstaunt. Okay, jetzt hab ich's gejinxt. Jetzt wird's wahrscheinlich direkt scheitern gleich. Hab das Ding viel zu lange nicht abgefeuert. Komm schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Wow, wow, wow! Wow, ein echt großer Mann. Da ist der explodierende Bulldozer. Route und Zeitpläne. Sofort! Ja, сказал. Gentlemen, Entschuldigung. Mein Partner ist unelegant. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Das wollte ich nicht sehen. Was war das? Schau nach. Los. Oh, Scheiße. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Der ganze Aufwand. Oh. Da bist du. Ach so, Mission. Okay, sorry. Aber der ganze Aufwand bis dahin für zwei Packungen Medikamente, wa? Wer ist da? Wer bist du? Der Tunnel. Vielleicht. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir. Nein, das denke ich nicht. Nimm dir eine Milchschnitte, Wladimir. Was ist da los, Wladimir? Oh, shit. Dieser große Mann ist aggressiv. Vorsichtig! Malz! Malz! Puss auf! Malz! Okay. Spiel keine Spielchen. Wow! Ja. Nerv mich bloß nicht. Blöd! Hör auf! Oh, fuck. Abwarten? Ich brauch das nicht. Los. Schnell, Malz, schnell, renn. Renn zum Ausgang. Okay, ich hör schon auf, Freunde. Es tut mir leid. Ich warte jedes Mal, dann warte ich auf diesen Moment. Zu knapp. Nicht mal weit weg bis zum Ausgang. Oh, oh, scheiße, 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 scheiße. Spiel hier. Wer? Ich muss hier raus. Okay, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Einer hatte mir geschrieben, mach mehr Cliffhanger. Er hat dies gesagt. Der Kommentar hat sogar ein paar Likes. Die fanden es gut. Die fanden die Idee gut, ein paar Cliffhanger zu machen. Und das tue ich. An dieser Stelle endet die Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir schauen, was mit Miles passiert. Ich glaube, bei Miles ist alles offen. So bei Spider-Man bin ich mir nicht so sicher, ob der jetzt draufgehen könnte oder nicht. Aber bei Miles, man weiß es nicht, Freunde. Das war's auf jeden Fall an dieser Stelle. Bewertet bitte nicht meine Künste, den russischen Akzent nachzumachen.
Aber die Wladimir und Vitali Klitschko Milchschnittenwerbung von damals hat mich inspiriert dazu, mir Gedanken darüber zu machen. Und seitdem lebe ich diesen Lifestyle, Freunde. Also richtig viel Scheiße, Freunde. Kommentieren, bewerten, nicht vergessen. Wir hören uns beim nächsten Mal auch rein. Und ja, darf ich zusehen. Tschüss.